Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir ordentlich an unserer Ausrüstung rumgeschraubt mit unseren neuen Skills. In dieser Folge reisen wir mal wieder auf die andere Seite der Karte. Und weiter geht's mit Fallout 4. Ja, wir haben gerade richtig Probleme. Oh, Moment mal. Da fällt mir gerade ein. Wenn wir wirklich nicht die Rüstung brauchen, brauchen wir auch nicht diesen bescheuerten Helm, den wir seit Anfang an tragen. Weg damit. So, ab in die Powerrüstung. Jetzt gehen wir zum Arzt. Wir haben nämlich Strahlung und irgendeine Krankheitsschwäche oder so. Das ist alles nicht so cool. Vielleicht können wir irgendwann mal einen Hut aufziehen oder so. So, hallo. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ja, weil mir geht's richtig schlecht, ne? Ja, schau mal, was... Erzähl mir, was für Symptome du hast. Ja. Alles? Ist doch alles weh. Ja, ich hab alles. Ich sollte sie wohl besser... In Ordnung. Genau, mach mal. Lassen wir auch die Strahlung auch gleich heilen und dann sind wir wieder topfit. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Ja. Ja, hier. Aber das kostet mehr. Du musst ordentlich Strahlung abbekommen. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Genau, der sieht richtig vertrauenswürdig auch aus. Der steht hier einfach mitten in der Landschaft. Und der hat für alles eine Spritze parat. Stört dich sonst noch was? Ja, mein Zeug, ne? Aber das kriegst du nicht. Dann ab mit dir. Genau, wir sind jetzt wieder topfit. Oh, wir sind nicht ganz voll geheilt. Ach, weil die Strahlung da vorher gestört hat. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst... Oh, Moment mal. Da wird alles von Robotern betrieben. Hey, wieso steht denn da unten, dass ich keine Munition habe? Jetzt steht da was? Ah, jetzt steht's wieder da. Okay. Ja, da haben wir ordentlich rumgeballert. Die ist fast leer. Du ein bisschen handeln? Jawohl, das möchte ich. Handeln? Ich habe ein paar Minuten. Hier ist mein Angebot. Ja, willst du mal mein Angebot sehen? Das ist viel besser. Was wir jetzt hier verkaufen können. Von den Waffen? Ach doch, die Automatikpistole. Zack. Hier noch was bei? Nö. Nee, Drogen? Will er Drogen kaufen? Ja. Buffjet. Das auch noch. Und... ja, die können wir mal zwischendurch essen. Wir haben da noch mehr Drogen gemacht, oder nicht? Ach genau, das Serum haben wir auch mitgenommen aus dem... Geheimlabor da. Wir nehmen es einfach mal mit. Aus der Irrenanstalt. So, mehr haben wir nicht. Nee. Okay, Whisky kriegt er auch jetzt. Verstrahltes Blut lagern wir ein. Ah nee, halt. Wieder falsch gemacht. Zack. Jetzt hat er kein Geld mehr. Müssen wohl Leute bei ihm Sachen kaufen. Was wollte ich gerade einlagern? Ist hier irgendwas? Verstrahltes Blut. So. Moment mal, habe ich keine Stimpacks mehr? Ich habe zwischendurch mal welche weggeschmissen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Aber wir haben noch 6. Oh oh. Aber die findet man ja andauernd. Die findet man andauernd. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir überhaupt machen. Ich wollte eigentlich mal nach Sanctuary zurück, aber... aber nein, wir gehen jetzt... gehen wir tatsächlich mal hier hin. Wir haben hier eine Quest aus Bunker Hill, wo wir irgendwelche Raider überzeugen sollen. Wir müssen hier das freimachen. Und ich weiß gar nicht, ob hier noch was war an der Ecke. So, wir... genau, das haben wir... sprich mit den Leuten. Genau, das haben wir getan. Treff den Captain. Nee. 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 Okay. Stadtbibliothek ist auch woanders. Die University Point ist auch woanders. Okay, das war auch das. Nordhang Beach, ist es das? Ja. Ist das richtig? Was haben wir noch hier? Es ist ganz unten. Okay, das hier. Den Hut zurück, genau. Das ist auch was anderes. Sprich mit McCready. Wo ist denn der? Okay, vielleicht haben wir von dem immer noch diesen... sprich mit McCready. Hoffentlich haben wir jetzt nicht irgendwo den... was, warum sollen wir mit dem sprechen? Gibt's da... ich weiß es nicht. Sprechen einfach mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich den Hallucinogen-Container schon abgegeben habe oder nicht. McCready. Ich weiß nicht, was der macht. Töte Zeller, genau. Das müssen wir auch noch machen. Ich guck mal, ob hier der Hallucinogen-Container drin ist. Und wenn nicht, kann er eigentlich nur noch in der Hangman's Alley sein. Nein, Mann, du hast ihn schon längst abgegeben.
So, wo ist der aber? Ist der bei Hilfsmittel drin? So, ich guck mal kurz nach und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also hier war er schon mal nicht drin. Ich weiß leider nicht mehr, wer MacCready ist. So, jetzt gucken wir aber einfach mal, wo wir hier so lang müssen. Wir kommen. Hangman's Alley ist hier. Nee, das macht keinen Sinn, wenn wir erst nach da gehen. Obwohl es jetzt auch nicht so weit wäre, wenn er sagt, ihr habt ja den Container gar nicht bei. Dann könnten wir nochmal einen holen gehen. Aber dann ist es wahrscheinlich einfach schneller, wenn wir nochmal zu Hallucigen reingehen und einen holen. Aber jetzt gehen wir als erstes hier hin. So, als Zwischenreise, da können wir nochmal speichern und dann gehen wir hier über diese kleine Brücke rüber. So, dann sehen wir uns hier vor der Tür. So, und zack. Wir sind zwar immer noch nicht da, aber ich dachte, wenn wir schon an Bunker Hill vorbeikommen, können wir da auch gleich noch den Hut abgeben. Und uns die Belohnung abholen. Dafür, dass er jetzt weiß, dass sein Opa wirklich tot ist. So. Können wir das klauen? Können wir überhaupt was? Nö, ist nicht mal verboten. So, hallo. Wir sind wieder da. Ich hab deinen Opa gefahren. War nicht viel übrig, bis auf diesen Hut. Opa Savoldi. Verdammt. Die Leute auf dem Hill haben eine schlechte Meinung von den Minuten. Sagen, sie hätten sie im Stich gelassen. Aber mein Großvater war ein Held. Da gibt's keine andere Meinung. Okay, ja, was los? Was haben die Leute gegen die Minutemen? Vor einer ganzen Weile wurde Bunker Hill von Raidern ausgelöscht. Damals pfiffen die Minutemen aus dem letzten Loch. Die verbliebenen Minutemen reagierten nicht auf den Hilferuf, um nicht umsonst drauf zu gehen. Okay, okay. Ich sag mal, er war ein Held, jawohl. Er starb im Kampf für das Commonwealth. Alle sehen in ihm einen Helden. Ich wünschte, würden noch mehr so sehen. Hey, ich hab von dir gehört. Du baust die Minutemen wieder auf. Viel Glück mit Kessler. Aber behalte den Hut. Mein Opa hätte gewollt, dass er getragen wird, statt in einer beschissenen Bar zu hängen. Okay, dann ziehen wir den mal demnächst an. So, das hat ja geklappt. Sprechen wir nochmal mit dem Sohn. Endlich jammert mein Dad nicht mehr über meinen Urgroßopa. Danke. Brauchst du ein Zimmer? Nee. Bestechung? Was? Bunker Hill kauft sich also von Problemen frei? So läuft das hier. Bei den Karawanen geht es ums Geld. Und alle, die sich hier niederlassen, waren früher in den Karawanen. Das heißt nicht, dass man in Bunker Hill nicht weiß, wie man ballert. Aber warum Kugeln verschwenden, wenn man sich Ärger mit Geld vom Leib halten kann? Hey, willst du jetzt das Zimmer oder nicht? Nein. Nein, keine Okay, bei dann Dad kriegst du noch einen Drink, bevor du gehst. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Oh. Leute haben's nicht so mit der Romantik. Bringt weniger Herzschmerz. Okay. Greif zu, wenn du nicht schnell bestellst, haben wir nicht mehr viel übrig. Okay. Nö. Ich muss passen. So, dann gehen wir jetzt weiter und sehen uns diesmal wirklich vor der besagten Tür. Und zack! East Post Boston's Preparatory School. Da haben die gesagt, sind die drin. Und da müssen wir rein, jawohl. Raiders, welcome. Das sind wir irgendwie so ein bisschen. Also gehen wir rein. So, mal gucken. Oh ja, da ist zumindest einer schon mal. Okay, wo ist denn hier einer? Das ist schon ziemlich cool, dass man sich jetzt theoretisch umgucken kann. Ich weiß ja nicht. Ich höre jemanden. Kampfpositionen. Okay. Wo sind die aber? Hallo? Müssen wir nach oben? Ist das schlauer? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, mehr mit euren ganzen Drogen immer. Denn kriegt er nichts mit. Oh, da sind überall Fallen, ne? Die. Oh. Klingt ja mürrisch. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Was? Oh, da ist er schon. Winkt der mir gerade zu? Ist das so? Bam. Okay, es gibt aber keinen Versteckbonus. Oh nein, sie lebt noch? Was? Habe ich gar nicht gemerkt. Hä? Oder ist dann noch einer aufgetaucht? Oder hat sie sich irgendwie geheilt? Geht es? Nee. Da unten liegt ja noch einer. So, mal gucken. Ob wir die wegsnipern können. Bam.
sie fertig zu machen. Auf, da oben kommt noch einer. Okay, die haben meinen Hund angeschossen. So, ich wechsle mal auf die Waffe. Macht bestimmt mehr Schaden. Und Molotov. Hat es gelohnt? Ich glaub schon. Das sind Ödländer wieder. Was hat denn der da gerade aufgehoben? Hat der gerade seine toten Freunde ausgeraubt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was sind denn das für Gruppenmoralen hier? Gruppenmoralen. So, das war der nächste. Der Hund liegt da rum. Blutvertrag. Oh. Oh, das klingt ja ominös. Der brennt immer noch. Ach so, vom... Oh, vom... Tarnmusterhals. Ne, das brauchen wir nicht. Vom Molotow. Das war ja gefährlich. Oh. Da ist der Richter. Was ist denn der? Wir müssen erstmal den Hund hier heilen, ne? Oder? Oh, oh. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ach, da, der Plünderer. Dass wir immer keine Punkte haben. Da würde ich ja gern auch mal reinskillen. Ja, das hast du jetzt. So. Oh, nicht, dass wir jetzt in Fallen laufen. Labortisch? Ja, ist ja auch eine Schule, ne? Die... Jetzt gucken wir erstmal den Blutvertrag an. Dass wir jetzt die schreckliche Wahrheit schon verpassen. Da haben wir schon viermal, ja. So. Mit meinem Blut gelobe ich mein Leben dem Richter und seinen Geschworenen anzuvertrauen. Bis zum Ende. Auch unter Qualen der Folter. Das tut ja okay. Folter haben wir jetzt nicht, aber tot. Oh. Ich habe noch gedrückt, aber es hat nichts gebracht. Mann, dabei habe ich die gerade erst repariert. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth-Boy. Arschloch hat er gesagt zu mir. Das ist ja ein... Da ist noch eine Mine. Oh, ich benutze wirklich einen Stealth-Boy. Diesmal ist es wahr. Ah. Entschärft. Oh, wo bist du hier denn? Irgendwo anders. Oh, der benutzt aber eine Sprache da. Da ist noch eine Mine. Die können wir auch entschärfen. Ja, der Hund latscht da einfach rüber. Was hat denn der gerade genommen? Da unten? Ist der unten? Sieht man den da? Nee, ne? Der ist da bestimmt, aber man sieht ihn nicht. Zumindest von hier nicht. Oh ja, eine Schullunchbox. Was war da noch drin? Tafelmesser, da brauchen wir nicht. So, da muss man jetzt aufpassen. Wenn es hier alles wieder voll ist mit Fallen und Minen. Und schnell brauchen wir auch nicht. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ja, ich hatte auch gerade voll den Spaß. Alle sind tot. Was ist das für ein Spaß, Mann? Was hat denn der für einen Spaß gehabt? Der hat doch gar nichts gemacht. So. Hier noch einer. Da ist eine Mine. Ah. Oh, sowas haben wir ja. Sonst sind die ja immer so oll und vergammelt. Der sah ja noch relativ gut aus. Da ist die Mine. Die nehmen wir mal auch mit. So. Oh, noch eine Lunchbox. Komm raus, denn da ist noch eine. Was war das für ein Geräusch? Wo ist denn der aber, dass der mich immer noch voll quatschen kann? Oh ja, aber eigentlich haben wir auch genug Munition von allem. Nur die 10 mm nicht, die... Nee, die lassen wir jetzt so. Kommt der jetzt her? Dann machen wir die Lampe aus. Da geht's auf jeden Fall in den Keller. Aber da kommt man nicht mehr hoch. Oh oh. Gehen wir erstmal hoch. Runter kommen sie alle. Okay. Du bist sauber. Okay, wir können dreimal schießen. Oh. Einmal macht schon ordentlich Schaden.
Ja, das war schon gefährlich. Oh, wir sind ja fast tot. Wie ist das denn passiert? Das war wirklich gefährlich. Okay, was sollen wir nehmen? Stimpack? Aber ich will kein Stimpack nehmen. Dann nehme ich mal hier einen. Todeskrallensteak. Oh, oh. Das ist ja gefährlich. Level auf und wieder voll. Okay, haben wir das Steak umsonst gegessen? Macht ja aber auch nichts. Oh, ein einfacher Raider? Das hat er sich vielleicht nicht so ganz überlegt. So, da sind anscheinend Geiseln. Schrotflinte hat er gehabt. Ja, das war schon gefährlich. So, dann gucken wir jetzt erstmal, was wir hier leveln können. Die Zeit hält ja an. Ach, 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 die Entscheidung immer. Ich weiß es immer nicht. Ich habe mich beim letzten Mal gar nicht... Habe ich gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich, Glück würde ich eigentlich auch gerne skillen, aber ich würde auch gerne mal hier nach unten gehen. Die Nerdwut. Das will ich auch gerne haben. Das will ich auch gerne haben. Soll ich Glück? Soll ich mal richtig ein Glück skillen? Ich würde aber auch gerne mehr Punkte haben. Ich will alles mehr. Ich will alles auf einmal machen. Okay, das nützt mir nichts. Gegen explodiert gegen... okay, dann können die auch direkt... Aber gut, da brauche ich 47. Ich skill hier. Nein, soll ich das machen? Ach, aber mehr Gewehrschaden wäre auch nicht schlecht. Oh, ich weiß doch, ich nehme jetzt mehr Gewehrschaden. Wir haben ja jetzt erstmal, sind wir mit dem Gewehr wieder unterwegs. Und danach gehe ich in Glück. Der mysteriöse Fremde ist auch gut. Was ist der? Erhöht immer die Chance, dass der öfter kommt. Ah ja, okay. So, dann haben wir... Okay, da kriegen wir einfach mehr kritische Treffer. Das ist alles gut. Das ist alles gut. So, Ende gut, alles gut. Machen wir aber trotzdem Schluss hier und sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4.